Hallöchen und willkommen hier zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier in der Nähe vom Anführer der Athener, der sich hier versteckt hat in der Stadt hier vorne oder in der Festung, was auch immer das sein soll. Wir haben jetzt die Staatsmacht hier im Gebiet von Megaris ordentlich geschwächt und im Tal von König Lelex können wir jetzt Kleobis, den Rachsüchtigen, quasi erledigen. Also hier mittendrin soll der sein. Also im Prinzip hier einmal direkt in die Stadt, die wir beim letzten Mal schon entdeckt haben. Und hier steht, es stellte sich heraus, dass Kleobis, der Sohn von Danaos, dem Rachsüchtigen, genauso war wie sein Vater. Alter Greuel reichte Kleobis aus, um einen Krieg vom Zaun zu brechen und aus Rachegründen zahllose Männer zu opfern. Ist natürlich nicht so schön, ne? Also der muss auf jeden Fall gerichtet werden, wie soll es auch noch sein. So, was haben wir denn hier? Geschwächt. Der Anführer hat sich aus der Stadt zurückgezogen. Aus der Stadt, also quasi aus hier vorne, würde ich mal sagen, aus Pagai oder sowas, ne? Also direkt in seine Festung. Und was hat er noch? Die Leibwache des Anführers wird von seiner Seite weichen. Weiß er nicht. Ob das jetzt, also, wenn die ihn angreifen, haut die dann ab oder was? Oder wie sieht das aus? Merkwürdig. Okay, auf jeden Fall, hier vorne die Kiste habe ich jetzt noch. Obwohl, warte mal, doch, die habe ich entdeckt. Aber den Punkt da unten habe ich nicht entdeckt. Ich muss mal ganz kurz schauen. Das ist auf jeden Fall, ganz kurz hier auf die Karte gucken, ob wir das Symbol haben. Ich weiß gar nicht. Nee, tatsächlich nicht. Denn wenn ich mal richtig gucke, sieht das aus wie so ein, Skillpunkt. Wenn wir rechts oben gucken, unter dem Level, Level 11 bin ich gerade. Ich habe einen Skillpunkt zu verteilen und das Symbol hier, wo ich gerade hingucke, das sieht aus, ob da irgendwie einen Skillpunkt gibt. Merkwürdig. Okay, ich würde sagen, wir gehen einmal ganz kurz hier vorne rein, denn es gibt da noch was zu entdecken. Hier vorne den Schatz auf jeden Fall, den hatte ich jetzt irgendwie in der Aufnahmepause mal gesucht und tatsächlich auch gefunden, mehr oder weniger. Und ich wollte das natürlich gerne mit euch zusammen machen, denn es sieht ja schon irgendwie ganz cool aus. Ah, hier, okay. Da hat man gerade den Hinweis an. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Punkt, dass wir den erreichen, wenn wir hier reingehen. Denn hier stand gerade irgendwie ein Hinweis drauf, antike irgendwas finden, antike Stele finden. Sehr schön. Und, haben wir irgendwelche, beim letzten Mal waren hier, also bevor ich hier dann irgendwie die Aufnahme gestartet habe, waren mir irgendwie noch Leute drin, was ganz gut ist, jetzt gerade nicht da sind, können wir das gleich alles klauen. Hervorragend. Dann nerven die schon mal nicht rum, alles mitnehmen. Sehr schön. Ich weiß auch nicht, was man mit den Leuten macht, die dann hier rumrennen, wenn man irgendwie was klauen möchte. Muss man die K.O. schlagen oder muss man einfach töten oder sonstiges, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht können wir sie einfach K.O. schlagen. Das wäre dann mal eine gute Variante. So, genau. Und hier hinten habe ich nämlich eine Wand entdeckt und da wollte ich natürlich nicht weitergehen hier in dem Gebiet, denn es sieht doch schon sehr verlockend aus, liebe Leute, ne? Also einmal hier durchgehen. So, hier geht es auf jeden Fall nach unten. Okay, was haben wir hier Schönes? Oh, da ist ja was. Okay. Okay, ist natürlich ziemlich finster hier. Aber, okay, sehr schön. Gott, oh Gott. Geht das wieder los? Schlangen, ich hasse Schlangen. Nicht, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, eklig finde oder sonstiges, sondern weil ich da mal so einen Schreck kriege. Das ist schon ein paar Mal passiert, also wer die Far Cry 5 Folgen damals gesehen hat hier, der weiß genau, was ich meine. So eine halbe Herzattacke, als also eine Schlange im Bunker hockte. So, okay. Hier haben wir auf jeden Fall nichts weiter. Sieht aber schon ziemlich cool aus. Hier können wir vielleicht, nee, hier können wir nicht durch. Da ist Schluss. Es gibt auf jeden Fall irgendwie eine Abkürzung, sag ich mal, wenn wir hier wieder rauskommen. Man sieht das hier vorne. Ja, das ist auf jeden Fall eine Abkürzung. Da kommen wir wieder raus an der Stelle und mal ganz kurz schauen. Es geht auf jeden Fall erstmal noch weiter nach unten. Sehr schön. Schön aufpassen, dass wir keine Schlangen übersehen. Die haben in den anderen Teilen von Assassin's Creed, also Origins, haben die schon richtig viel Schaden gemacht, die Schlangen. Also, dass man sehr, sehr schnell gestorben ist. Irgendwas drin da hinten. Sehr schön. Okay, so, dann einmal durch hier. Ach, hallo Schlange. Okay, getroffen. Sehr schön. Das Gute ist, was ich mal recht praktisch finde, ist, dass der immer eine passende Fackel bei hat. So, der Kamerad braucht hier nichts mehr. Der liegt hier einfach so rum. So, sehr schön. Und Banditensandalen gefunden. Hervorragend. Nichts Wichtiges, also halt ein bisschen Schrott, sag ich mal. Aber kann man gut verkaufen oder von mir aus auch zerlegen. Für Rohstoffe etc. Das passt ja ganz gut. Okay, so. Ja. Hier wird die antike Stele.
irgendwelche Fallen oder sonstiges, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es mal vorkommt. Aber hier ist nichts. Interagieren. Hier sind wahrscheinlich wie die antiken Tafeln hier in Origins, die man suchen musste. So. Okay, jetzt hat er irgendwie interagiert. Grab von Alcatous, aber keine Ahnung. Okay, haben wir gefunden, sehr schön. Na, gibt es einen Punkt? Sehr schön, Fähigkeitenpunkt erhalten, hervorragend. Okay, damit haben wir auf jeden Fall schon mal geklärt, was denn das hier für Punkte sind auf der Karte. Sehr schön, die sollten wir auf jeden Fall immer mitnehmen. Also wichtig, ne? Also Skillpunkte können wir gar nicht genug haben. Okay, du hast mindestens einen Fähigkeitspunkt, den du ausgeben sollst. Ja, das weiß ich natürlich, ist mir bewusst. Ich habe vom Level Up noch einen und huch, hallo Schlange. Und natürlich von der Städte gerade. Sehr schön. Eine neue Waffe. Oh, das ist noch eine Schlange. Hallo. Freunde, Freunde, Freunde. So aber nicht, ne? Problem ist, es ist halt so dunkel hier. Habe ich nicht irgendwas zum Anzünden? Irgendeine Kohlepfanne oder sonstiges? Alternativ können wir die Schlange einfach abfackeln. Genau, immer so. Sehr schön. Okay, hier ist versperrt. Da kommen wir nicht raus. Irgendwo muss hier der Durchgang sein, die Abkürzung quasi. Ich denke mal hier drüben irgendwo. Aber sieht schon echt cool aus. Ich meine, allein schon dieses Grabmal hier. Richtig, richtig cool. Oh, da ist ja noch eine Schlange. Okay, ist auf jeden Fall der Ausgang an der Stelle, ne? Den können wir schon mal gleich nehmen. Und müssen auf jeden Fall mal ganz kurz die Schlange erledigen hier. Okay, sehr schön. Hervorragend. Kaputt ist sie. Okay, dann gibt es heute Schlange gut zum Anbrot. Sehr schön. Das können wir nicht schieben. Das bleibt so. Und ansonsten... Irgendwas hat hier geblinkt. Also irgendwo gibt es ja was zum Einsammeln hier vorne. Alles klar, okay. Ja, dann ziehen wir mal ganz kurz. So können wir das nicht... Du sollst ja auch ziehen. Nicht schieben. So. Okay. Sehr schön. Einmal raus hier. Die ist am Leben, die ist nicht mehr am Leben. Warum? Okay, mal ganz kurz schauen. Wir haben jetzt ja natürlich Skillpunkte, die wir verteilen wollen. Und Moment, wir müssen erstmal eine neue Waffe anlegen, genau. Immer das Zeremonienschwert hier, beziehungsweise Zeremoniensense ist das ja. Und die macht hier aktuell, ganz kurz gucken, als Vergleich 167 Schaden pro Sekunde. Und was macht das Ding hier? 152, ist allerdings eine Einhandwaffe. Ich würde die erstmal wechseln, die Waffe. Moment, die wollen wir was zum Einsammeln. Sehr schön, nehmen wir gleich mit. Oh ja, sehr schön. Auf jeden Fall ziemlich flott unterwegs, das Schwert. Das nehmen wir natürlich auch gleich. Also besser als diese Kriegssense. Oh, sehr schön, hervorragend. Genau, das soll es sein. Okay, so, liebe Leute, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt tatsächlich endlich mal hier in Richtung der Festung von oder des Palastes. Hier haben wir auf jeden Fall noch Quests. Militarisierter Tempel von Megara. Okay, also wir können auf jeden Fall hier schon mal, würde ich sagen, die Sache mit dem Anführer erledigen. Und dann bin ich mal gespannt, was denn hier tatsächlich passiert in der Region. Ob die irgendwie zusammenbricht, ob man das irgendwie übernehmen kann oder sonstiges. Oder um ist der Tempel, da haben wir noch ein Whiteboard, wollte ich gerade sagen. Hier so eine Anschlagtafel von den für die Aufträge. Hier, wir gucken mal ganz kurz. Und hier gibt es auch schon wieder ganz viele Quests. Die nehmen wir natürlich alle an. Manche sind zeitlich begrenzt, aber die meisten sind zeitlich begrenzt. Also sollten wir auf jeden Fall zusehen, dass wir dann hier relativ flott vorankommen. Das gibt gut Geld, ne? Und XP kann man gut gebrauchen. So, wer bist du? Hallo? Brauchst du etwas, Händlerin? Ich soll einer Spionin diese Truhe mit Kleidern bringen. Die Soldaten dürfen aber nichts erfahren. Du lieferst Kleidung an Spione? Es handelt sich dabei nicht um gewöhnliche Kleidung, weißt du? Dies ist eine Sonderlieferung an die Frau. Das Kleid ist mit geheimen Nachrichten bestickt. Also soll ich sie überbringen? Du sagst es. Sie braucht es möglichst bald. Verlass dich. Naja, wir sind hier auf dem Weg. Du wirst es sicherlich nicht bereuen. Alles erledigt. Jemand! Du hier in Dampfer!
Okay, so, da müssen wir auf jeden Fall rein. Das sieht schon mal ziemlich cool aus hier an der Stelle. Okay, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Quest in der Nähe. Zorn einer Spartianerin. Die hatten wir, glaube ich, schon mal, aber irgendwie wurde die abgebrochen, weil die Zeit abgelaufen. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und wir müssen auf jeden Fall mitten rein hier ins Getümmel. Sehr schön, da sieht das schon mal richtig, richtig gut aus. Den Tempel können wir uns dann noch angucken, wenn wir hier vorne fertig sind mit dem Typen. Ich meine, wir können ja vorne erstmal direkt außen rumgehen. Da sind wir in der Nähe vom Typen hier. Wer bist du? Ich fand eine Nachricht an der Tafel. Was ist geschehen? Die Athener haben die Soldaten besiegt, aber nur Narren würden sich in Sicherheit wiegen. Was hast du vor? Spartanerinnen sind keine schwachen Athenerinnen. Wir verfügen über Geld, Eigentum und Zorn. Und wir werden damit gegen ihre Soldaten und ihre Schiffe vorgehen. Ja, aber hallo. Dann muss ich die Flotte der Athener versenken? Genau so ist es. Würdest du das für mich tun? Okay. Ich kümmere mich darum. Gut, bitte beeil dich. Dann leb wohl. Sehr schön. Okay, also auf jeden Fall haben wir wieder eine neue Quest angenommen und die hatten wir tatsächlich auch schon mal. Wir müssen hier nämlich Schiffe versenken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man muss sich tatsächlich beeilen. Ich weiß gar nicht, warum die schon abgebrochen wurde. Da stand irgendwie vorhin da, als ich eingeloggt habe, hier irgendwie, ja, die Quest ist nicht mehr verfügbar, warum auch immer, keine Ahnung. Die läuft ab in 22 Stunden. Hm, keine Ahnung, so lange habe ich da gar nicht getrödelt. Ist doch jetzt eigentlich nur eine Stunde her gewesen mit der Aufnahme. Merkwürdig. Naja, egal, was soll's. So, okay, dann einmal Ikarus holen und mal schauen, wo der Typ denn rumspringt. Hier vorne. Irgendwo da vorne mitten im Lager oder der ist hier mittendrin. Das kann auch sein. Das weiß ich nicht. Okay, sehr schön. Hier ist auf jeden Fall die Stadt. Und hier vorne haben wir noch irgendwas zum Einsammeln. Das Merkwürdige ist schon wieder, es wird irgendwie alles etwas komisch dargestellt. Denn wenn wir hier zum Beispiel in die Richtung gehen, sieht man hier so rechts eine Markierung. Und sobald ich hier irgendwo bin, ist hier nichts mehr zu sehen. Verschwindet der Pfeil einfach. Normalerweise fokussiert halt immer dieser Punkt etwas ran, aber das geht hier nicht. Hm, naja, egal, gut. Dann einmal hier in Richtung des Lagers. Ach, Moment, warte mal. Wir müssen... Sekunde, geheime Lieferung. Das machen wir natürlich gleich erstmal. Dann haben wir das schon mal vom Hals quasi, die Quest. Und 160 Meter sollte eigentlich machbar sein. Die Metropolis Megara. Ich bin sicher, dass ich den Anführer hier finden kann. Na, aber hallo. Tempel des Apollon. Sehr schön. Wieder was entdeckt. Hervorragend. Und das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Mir gefallen so die ganzen Städte und sowas. Das von damals war auch schon ziemlich cool. Das war bei Origins auch schon ziemlich cool. Also wirklich richtig gut gemacht. Okay, so. Hier vorne haben wir auf jeden Fall schon mal den Auftraggeber, den wir quasi anquatschen müssen. Oder Auftraggeberin vielmehr. Ein Händler sagte, du brauchst das. Genau zur richtigen Zeit. Hier ist deine Belohnung. Hm, 300 Drachmen, 16 Eisenbrocken und noch ein bisschen XP, würde ich mal sagen. 1050 XP für einen Botengang hierher. Sehr schön, also können wir gerne öfter machen. Okay, so, das haben wir natürlich... Komm. Ach, die greifen mich an. Sehr schön. Okay, Entschuldigung, ich gehe mal wieder. Könnt ihr euer Zeug behalten. Die Frauen sind aber auch ein bisschen garstig hier. Merkt man, Spartanerinnen, ne? Sind ein bisschen... Nein, 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 hoch. Nein, nein, aus. Okay, so, wir gehen auf jeden Fall mal hier ein bisschen stiften, nachdem wir das Zeug geklaut haben. Und einmal hoch. Wir können uns hoffentlich nicht folgen. Hier geht's gar nicht hoch. Okay, alles... Okay, sehr schön. Oh, hier oben ist ein Punkt zum Synchronisieren hervor. Komm einmal auf den Engel klettern. Warum auch nicht? Und synchronisieren. Sehr schön, haben wir schon den, ich glaube, dritten Punkt oder so. Müsste das sein? Wir hatten in... ich glaube, wir hatten drei Punkte jetzt. Oder es ist, müsste jetzt Punkt 3 sein. Werden wir gleich sehen. So, Tempel des Apollon, schneller freigeschaltet. Punkt, keine Ahnung, sehe ich nicht. Gucken wir ganz kurz nach. Sekunde. Sehe ich das denn irgendwo hier? Theoretisch müsste man das eigentlich auf der Karte sehen, oder nicht? Keine Ahnung. Müsste auf jeden Fall Punkt 3 sein. Und dann passt er einigermaßen so. Hier vorne ist der Typ, den wir dann gleich killen müssen. Sehr schön. Ich markiere den mal eben, sodass wir da gleich hingehen. Und den ganzen anderen Krempel hier machen wir dann
Im Anschluss, wenn wir die erledigt haben. Sehr schön. Okay, dann einmal hier nach unten. Mich würde mal interessieren, ob es möglich ist, tatsächlich den Typen, also quasi hier den Fritzen, der vorne rumspringt, schon zu erledigen, bevor man die Staatsmacht geschwächt hat. Also man müsste sich wahrscheinlich dann durch tonnenweise Gegner schnetzeln, aber wahrscheinlich wäre es durchaus im Bereich des Möglichen. Nur dich muss ich töten, oder was? Dich soll ich töten, oder wie? So, komm, einmal ins Gesicht boxen. Anheuern. Ich habe, da der Athener Anführer nun tot ist, sollte ich zu Stentor zurückkehren. Okay, ich habe den jetzt mal angeheuert. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt sinnvoll war. Wahrscheinlich habe ich gleich das Spiel verbuggt oder sonstiges. Ich finde es aber ein bisschen strange, dass der einfach hier rumsitzt. Mitten, weiß nicht, an so einem Lagerfeuer. Also irgendwie sehr, sehr merkwürdig, das Ganze. Okay, so. Schiff. Wir haben jetzt auf jeden Fall jemanden freigeschaltet. Der Kleobis, der Rachsüchtige. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ne? Der ist schon wieder hier eine gute. Der ist episch quasi. Feuerkraftgewinn beim Rammen plus 3% und Feuerwirkung für Wurfspeere. Klingt jetzt alles nicht so ultra überraschend geil, aber naja, ich sag mal so, besser als nichts. Die anderen haben ja, ja, also ich meine, Lila kann jetzt nicht schlecht sein, ne? Also von daher nehmen wir den einfach mal mit. Ja, neue Quest halten, letzte Anstrengung. Was sagt denn die Quest? Ganz kurz schauen, letzte Anstrengung. Nachdem er die Athener in Megaris geschwächt hatte, beschloss sich Alexios den Spartanern in der Schlacht an, um die Region zu erobern. Es war Zeit, die blauen Banner durch rote zu ersetzen. Sehr schön, wir haben also jetzt quasi die Schlacht in der Region freigeschaltet, also quasi wir kämpfen jetzt um das Gebiet sozusagen. Hier vorne haben wir noch ein... ach, beim Diebstahl erwischt, alles klar. Naja, ist halt so, ne? Man muss auch mal ein bisschen was mopsen hier, liebe Leute. Ist ja für einen guten Zweck. So, Odessa ist wieder da, Mensch. Können wir jetzt vielleicht nochmal mit der flirten? Ha. Nachdem das beim letzten Mal so hervorragend nicht geklappt hat, direkt erstmal, naja, das Mädel sauer gemacht. Ich weiß nicht, ob man das nochmal machen kann. Wir gucken mal, ne? Wenn da schon Odessa steht, dann gehen wir einfach mal hin und schauen mal, was sie so zu sagen hat. Vielleicht hat sie ja irgendwie vergessen, dass wir mit ihr so garstig gesprochen haben. Obwohl, wir haben ja nicht garstig mit ihr gesprochen, wir haben nur gesagt, sie soll ihr eigenes Abenteuer schreiben. Also es war gar nicht garstig, es war einfach nur nett und sowas, ne? Soll nicht irgendwie in die Fußstapfen ihres Vaters treten, sondern einfach versuchen, eigene Abenteuer zu erleben und berühmt zu werden und nicht irgendwie sich auf den Sachen auszuruhen, die ihr Vater gemacht hat. Naja, das war angeblich ihr Vater. Kann ich nicht ewig hier bleiben? Alexios, ich habe dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus nahmst. Odessa, du erinnerst dich. Wie könnte ich das vergessen? Du sagtest, ich soll mein eigenes Leben leben und mich nicht um die Größe anderer scheren. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Also nein, ich hatte noch keine Chance, so zu leben, wie ich will. So, ach Mensch, jetzt können wir nochmal flirten mit ihr. Na komm, jetzt machen wir das mal, ne? Ich habe viele Menschen gesehen, aber du gehörst mit Sicherheit zu den Schlimmsten. Ist das so? So plump, ey. Du bist eine willkommene Ablenkung von meinem Problem. Ui, ui. Ich kann dich noch stundenlang ablenken, aber hallo. Man sagt, ich sei eine sehr gute Ablenkung. Oh Gott. Du hast doch sicher ein Bett, das also, ich benutzen kann. Du kommst direkt zur Sache. Ja, hallo. Ich werde dir zeigen, wie ich zur Sache kommen kann. Da bin ich mir sicher. Also, was ist... Oha. Weißt du, ich würde gerne. Doch ich muss zuerst ein paar Sachen für meinen Vater abholen. Wenn du mir hilfst, können wir unser Gespräch vielleicht fortsetzen. Hallo, es ging nicht um Gespräche, Fräulein. Es ging nicht um Gespräche. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du sie nicht selbst holen kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Okay. Weißt du denn, was ihm fehlt? Nein, nur dass es nicht besser wird. Die Kräuter und die Mixtur lindern hoffentlich den Schmerz. Wenn er stirbt, gehört das ganze Land hier dir, oder? Ja, aber ich würde es verkaufen. Gäbe es einen besseren Grund, alles hinter sich zu lassen und ein Abenteuer wie Odysseus zu beginnen?
Was hast du nur immer mit Odysseus? Ich bin eine Nachfahrin von ihm. Und nach ihm benannt. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Ja, Mensch, also an Selbstvertrauen mangelt es dem guten Alexios nicht, ne? Also er hat ja gehört, er ist eine willkommene Abwechslung oder eine gelungene Abwechslung oder sonstiges irgendwo in der Richtung. Also, Selbstvertrauen aller Achtung. Unglaublich. Okay, so, wir sind hier... Moment. Wir sind hier gerade in der Nähe und zwar haben wir hier oben... Ah, hallo, Freund, Moment. Oh, Boss. Woher? Komm, hier, nein, hallo. Ella. Okay, sehr schön. Wir müssen hier hinterher, Freundchen. Wo ist denn hin? So. Okay, da kommt sie dann entgegengeritten. Das ist auch ein Kopfgeldjäger. Hoppala. So, Freund. Ach, Mensch. Das ist jetzt hier der komische Vertragsbrecher, wer heißt. Ich wollte mir mal angucken. Man sieht es gar nicht, ne? Oh, kommt ein Pferd. Hallo. So, hallo Freund. Du siehst aber ziemlich cool aus. Komm, ein Bild von dir. Guter Lippenstift hier drauf. Hervorragend. Genauso wie sein soll. Komm, schon mal ein schönes Bild machen von dir hier. Hervorragend. Bilder können wir immer gebrauchen. Na komm. Schlag zu. Ach, okay, den kann man gar nicht stunnen hier. Ist natürlich sehr schön. Der ist aber für Level 12, also gut, ich meine, er ist ein Level höher als wir. Schon ein zäher Bursche, ne, hier der Kleine. Aber dir sollte trotzdem kein Problem sein. So, dann muss ich mal langsam ein bisschen anstrengen. Der macht nämlich doch schon echt viel Schaden hier, der Gute. Okay, da habe ich beim Parieren verkackt. Es kommt mal vor. Uiui, also die darf uns nicht nochmal treffen. Na, komm schon, hallo. Oh, shit. Ich verkack, nein. Oh. Auf Leben und Tod, auf Messerschneide, komm. Oh, der Controller vibriert hier die ganze Zeit, liebe Leute, ihr bekommt es gar nicht mit. Hat der sich gerade geheilt, der kleine Lutscher? Was ist mit ihm nicht in Ordnung? Scheiße, ey. Ja, du auch, Mann, Alter. Hallo, wir haben noch ein Date mit Odessa. Wir haben jetzt keine Zeit für so einen Scheiß. Okay, die Lebenspunkte regenerieren sich auf jeden Fall langsam, aber wir können ihn auch nicht stunnen, ne? Also der ist irgendwie immun dagegen. Wir haben ihn noch nicht gesteckert oder sonstige. Oh mein Gott. Bevor mich dein Blut besudelt. Mhm, ja. Malaka, du mich auch, du Arsch.
Komm jetzt hier, mach ihn kalt, Alter. Ah, meine Fresse, Alter, ey, der war... Hallo? Machst du jetzt mal Platz? Okay, Tod bestätigt, würde ich sagen. Noch einer mehr. Schurkendolch. Sehr schön. Was ist mit dir hier nicht in Ordnung? So, zack. Kaputt. Ja, gleich mal für Ordnung sorgen. Ja, Athena, ey. Euphemia, die Jägerin. Neuen Söldner entdeckt. Und wir werden auch direkt verfolgt, wenn ich es richtig sehe. Okay, was haben wir hier vorne? Wir müssen noch weiter, die Odessa braucht. Oh oh. So. Es gibt ja wieder so viel zu entdecken, was ist das hier vorne eigentlich für ein Symbol schon wieder? Hm. Okay, so, nachdem wir jetzt hier vorne natürlich noch das Zeug zum Einsammeln haben, würde ich sagen, machen wir das mal gleich mal eben mit. Da gibt es zwei Markierungen auf der Karte, wo wir gleich zwei Quests erledigen können. Irgendwelche, ja, Söldner oder sowas erledigen, denke ich mal. Hey, Wölfchen. Okay, sehr schön. Ich habe irgendwelche aus... dafür gab es jetzt 4000... Gab es jetzt gerade WTF? Wofür gab es denn gerade so viel Kohle, sag mal? Gab es gerade 4000 Drachmen? Habe ich jetzt gerade richtig gesehen? Gar nicht mitbekommen, gerade oben. So. Da werden wir wahrscheinlich keine besseren haben. Da haben wir schon beim letzten Mal die hervorragenden Armschienen gefunden. Und ich denke mal, das wird auch so bleiben. So, hier vorne haben wir nichts weiter. Oh, doch, warte mal. Die Dolche können wir jetzt auch nicht an. Oh, jawollo. Sehr schön. Wir haben ja gerade ein Level abgehabt. Sehr schön. Okay, so. Dann sammeln wir mal ganz kurz die Kräuter ein hier, ne? Arzneikräuter. Sehr schön. Wie viel braucht man von den Dingern eigentlich? So, ganz kurz gucken. Quest und zwar Hilfe für... ist natürlich die Frage, wo ist denn die komische Quest hier? Ach hier, eine schwere Zeit für die Familie. Genau, alles klar. 2 von 3 haben wir gefunden, sehr schön. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch eine finden, eine Pflanze. Hier oben ist die. Sehr schön, dann gehen wir zu Odessa zurück und naja, ihr wisst, was läuft. Okay, sehr schön. Da vorne ist irgendwer der Typ, der das Kopfgeld auf uns ausgesetzt hat. Der steckt hier quasi in der Festung drin. Und hier vorne, ganz kurz gucken. Also hier drin auf jeden Fall. Okay, das machen wir dann demnächst noch. Ne? Also die Festung auseinandernehmen. Das können wir auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. Das ganze Gold und die ganzen Rohstoffe und was auch immer da drin alles steckt. Da oben ist noch ein Lager, das können wir auseinandernehmen. Und hier vorne gucken wir gleich mal nach, was das hier eigentlich ist. Ich bin nicht ganz sicher, ist irgendeine Markierung. Wahrscheinlich irgendwie eine Markierung für Getreidespeicher oder sonstiges. Keine Ahnung. Sieht man leider nicht auf der Karte, was da los ist. Kurz gucken. Haben wir hier irgendwie was? Nee, wird nicht, also keine Ahnung, was das für ein Symbol ist, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie, weiß nicht, aber trotzdem Hinweis für, weiß ich, Kornkammer oder irgendwas. Naja, was soll's. Hallo, Odessa, ich bin zurück, ich hab... Was? Ah, jetzt haben wir schon wieder so einen garstigen Gockel hier am Start, Alter, ey. Oh, wer bist du denn? Was ist denn da los? Wer bist du? Okay, so, den haben wir schon mal erledigt. Plündere die Wegelagerer. So, Fräulein, erstmal direkt für klare Verhältnisse sorgen. Jawoll! Genau deswegen. Auftrag des Anführers von Megaras. Odessa hat ihnen wohl Probleme bereitet. Genau deswegen mag ich Dolche.
Okay, so. Wir haben natürlich jetzt die Notiz gefunden, dass Odessa in Gefahr schwebt. Ne? Also wir müssen auf jeden Fall sicherlich hier noch ein bisschen mehr erledigen, um Odessa zu retten. Allerdings, naja, mal gucken. Sind die Kräuter und die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Darum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Dass sie es auf dich abgesehen hatten. Nur dich, nicht mich. Das kann ich nicht glauben. Es geht wohl um das Land deines Vaters. Wahrscheinlich wollen sie, dass ihr beide sterbt, damit sie es bekommen. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Ja, Mensch, wenn sie weiter keine Probleme hat. Ach, komm. Niemand darf diesem Gesicht etwas antun. Ohne Schmerz. So. Keine Ruhe. Oh je, so völlig plump hier. Warum gehen wir nicht hinein und du zeigst mir ein bisschen Schmerz? Oh, das würde ich lieben gerne, aber versteh doch. Jemand will mich Gott, umbringen. Gott. Wie könnten wir das ignorieren und uns stattdessen einfach so vergnügen? Und wie verbleiben wir dann? Mit einer neuen Aufgabe. Glaub, was du willst, aber ich kann die Wahrheit beweisen. Ich brauche nur deine Hilfe. Das ja, die kriegt man schon nach rum, Freunde. Die kriegt man schon nach rum. Oh je. Also flirten ist nicht so Alexis stärk. Oh shit, wer bist du denn? Hallo? Wer bist denn du? Level 11. Helios, der Knochentreffer. Ja. Okay, der war Level 12 sind und der hat noch einen Hund bei ETF. Tut mir leid, Hund. Oh. Kann man da ausweichen hier bei seinen Keulen? Okay, also den schon mal nicht. Aua, sag mal, was ist mit dir nicht in Ordnung? Das ist schlecht. Na komm, kann er mal so einen normalen Angriff starten hier? So, einmal Schaschlik draus machen, sehr schön. Hallo, warum hat er jetzt die Markierung gelöst hier? Ach, leck mich, jetzt kommt hier noch jemand oder was? Also wir haben auf jeden Fall jetzt ein größeres Problem hier. Na komm, schlag zu, hu. Hallo. Okay, der erstmal Geschichte. Ich mag Dolch, allein der Kampfstil ist schon ultra geil. Macht zwar nicht viel Schaden, aber ich finde es halt echt cool, wie man da halt richtig Leute zerschnetzeln kann. Okay, Helios, der Knochentreffer, ist hier gleich Geschichte. Er ist viel zu langsam für uns. Ha, wer hätte das gedacht? Okay, hallo, schlag zu, komm. Wie kannst du noch stehen? Ja, wie kannst du noch stehen? Oh, shit. Okay. Hat er sich aber schnell erholt. Dein Glück hat dich verlassen. Fleischwolf. Eine neue Keule haben wir bekommen. Sehr schön, den plündern wir auch noch. Ist hier richtig was los in der Gegend, Mensch? Konnte das dann passieren? So, wir schauen mal ganz kurz ins Söldnermenü. Und zwar haben wir jetzt natürlich... wir sind jetzt immer noch... Was ist denn da los? Warum sind wir immer noch Rang 9? Konnte das passieren? Ach nee, warte mal kurz. Wir sind jetzt Rang 8 tatsächlich aufgestiegen. Sehr schön, okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal hier die Typen erledigt. Helios, den Knochentreffer mal erledigt. Hike, Taon, der Vertragsbrecher. Also auf jeden Fall in einer anderen Gegend. Denn wie gesagt, auf der Startinsel war das ja auch irgendwie... Hatten wir noch andere Kopfgeldjäger... Ansonsten, ist das in jeder Region ein anderer? Also,
Weiß ich nicht. Also wir haben jetzt auf jeden Fall ja schon noch neue Typen entdeckt hier. Wolfemeer, die Jägerin, und Auto Medon, der erleuchtete Fischer natürlich. So, wenn haben wir hier noch am Start. Level Aenia, die Blutrose. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Okay, ich würde trotzdem sagen, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Haben wir doch ein bisschen was geschafft hier, ne? Ein bisschen den Einfluss geschwächt, und wir können da beim nächsten Mal hier in der Region weitermachen. Mal gucken, was denn so die Spartaner zu sagen haben, dadurch, dass der Einfluss in der Region ja natürlich jetzt gebrochen wurde, mehr oder weniger. Ne? Können wir mal gucken, was die so zu vermelden haben, und dann geht es hier weiter an der Stelle. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder am Start seid, und bis dann, einen schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüss.